Hallo da draußen und herzlich willkommen zu meinem Do-It-Yourself-Video Fotokoffer, Innenleben, Ausbau, keine Ahnung, wie ich es nennen werde. Ihr habt es aber vielleicht schon bei Facebook gesehen, mein Koffer ist fertig. Nur jetzt fange ich eben an, dieses Video zu schneiden. Ich habe ja alles schon aufgenommen und ich weiß noch nicht, wie das Video wird, denn dieses Intro, das möchte ich als erstes aufnehmen und euch nochmal erzählen, warum ich überhaupt so einen Fotokoffer gemacht habe und nicht eine Fototasche nehme. Das hat nämlich seine Gründe und hier ist es einigermaßen praktisch auch zu erklären. Welchen Sinn ihr eurem Fotokoffer gebt, wenn ihr einen bauen wollt, das ist eure Sache. Da kann ich euch nicht helfen und es muss ja auch nicht für Foto sein. Es kann ja auch für ganz andere Dinge sein. Und da möchte ich euch einfach zeigen, wie sowas geht. Denken und drüber nachdenken, vor allen Dingen müsst ihr selber. Nun, der Koffer, den ich habe, der ist so knapp DIN A4 groß, bisschen kleiner. Und da war so ein Schaumstoff drin. Und wer mal irgendwie mit diesem Schaumstoff zu tun hatte, der weiß, das taugt nichts. Ihr seht auch schon, da ist was kaputt. Das ist absoluter Müll, Technikmüll. Man könnte den Schaumstoff auch gleich weglassen, weil irgendwann geht es kaputt. Und man braucht unglaublich viel Platz, verbraucht viel Platz, der eigentlich die Ausrüstung auch nicht wirklich schützt. Und weil der eh kaputt geht, hat man da auch nicht lange Spaß dran. Ich zeige euch jetzt, wie mein Innenleben aussieht. Und ich zeige euch gleich ein Bild, weil ich habe schwarzes Kunstleder genommen. Fand ich irgendwie mal schick. Und ja, ihr seht schon so ein bisschen was. Ich mache euch das Bild hier an der Stelle, glaube ich, ein bisschen heller. Beziehungsweise, ich nehme das Bild. Von rechts nach links. Mein Aufnahmegerät. Unten drunter ist mein Mikrofon, was ich trage. Dann kommt die Legria Mini X, die da reinpasst, senkrecht. Meine Alpha 5000. Nach vorne hin ist natürlich Platz, dass ich auch ein längeres Objektiv auf die Kamera drauf machen könnte. Dann habe ich ein langes Feld, wo gerade eben meine Ladegeräte für die Akkus drin sind. Theoretisch kann ich da aber auch noch ein anderes Objektiv reingeben. Das ist zwar da nicht so geschützt, beziehungsweise ich muss mir da noch was bauen, dass ich Abstandshalter habe, die in dem Fall wirklich mal variabel sein sollen. Aber das ist noch nicht raus. Jedenfalls dieses große Feld, da kann ich alles reinmachen von Objektiv. Auch noch meine GoPro passt da rein. Und dann ganz links seht ihr Akkus. Da ist genug Platz für die Sony-Akkus, für den Legria-Akku und auch für die Akkus für mein Tonaufnahmegerät. Und diese kleine Tasche, die kann ich einfach schnappen und gehe los. Ich brauche dann eigentlich nur noch ein Stativ und kann eben anfangen zu filmen. Da ist alles zum Filmen drin. Und das war genau auch für mich die Vorgabe, was ich in den Koffer reinbauen möchte. Und dementsprechend habe ich es eben auch dann geplant und mir überlegt, wie ich das mache. Und jetzt müsst ihr entscheiden, ob euch das überhaupt interessiert. Wenn ihr sagt, nö, das brauche ich nicht, ich habe ja meine Fototasche oder ich habe so viele Objektive, dass ich gar nicht sowas bauen kann. Gut, ihr könnt anderes bauen, aber das ist wie gesagt euer Ding. Müsst ihr euch überlegen, ganz ehrlich. Aber wer sich sowas baut, der wird hier mit Sicherheit alles notwendige Wissen zusammenbekommen und dann braucht ihr nur noch eben nicht zwei linke Hände, sondern ein bisschen Bastelgeschick und ihr könnt loslegen. Zeit hat ein bisschen gedauert, man muss auch immer ein bisschen warten, wegen dem ganzen Klebstoff, den ich verwendet habe. Es riecht hier auch noch wahnsinnig nach Pattex und der Koffer muss auch noch ein bisschen ausdampfen. Das ist der einzige Nachteil für Leute, die es bauen. Ich empfehle euch, macht das im Frühjahr, wenn ihr rausgehen könnt, euch in die Sonne setzen könnt, dann macht die Sache mit Sicherheit ein bisschen mehr Spaß, weil ihr nicht so in diesen Dämpfen hockt. Gut, ich fange jetzt an mit den Videos, die ich euch aufgenommen habe. Ich werde einiges neu nachvertonen müssen. Von daher, wenn das alles nicht ganz so rund wird, entschuldigt dieses Video. Es ist nicht ganz perfekt, so wie man sich das vorstellt. Aber ich mache das ja auch als Einzelperson. Und da kann man nicht 3-4 Sachen gleichzeitig machen, wenn man gerade anfängt, irgendwas zu kleben im Koffer. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ja, und vielleicht hören wir uns am Ende nochmal.
So, ich filme mit der GoPro und ich habe auch den Ton von der GoPro, also kein Mikrofon, wie ihr seht. Ich hoffe, dass das einigermaßen gut ist und ja, ich fange mal schnell an, weil ich bin mir nicht mal sicher, ob das Video scharf ist. Als erstes mal, hier mein Zoom H1, da ist unten drunter noch Luft, da werde ich mir was einfallen lassen. Hier wird also die erste Strebe komplett durch den Koffer gehen. Die Legria, natürlich so Hochformat, passt genau rein. Eine Strebe hier, eine Strebe darüber. Dann natürlich die Alpha 5000. Als nächstes eine Strebe hier. Hier vorne bleibt offen. Warum? Ganz klar, ich könnte hier auch ein größeres Objektiv montieren, nur kein viel dickeres. Aber bei den Crop-Objektiven ist das Ganze eh nicht so dick. Also hier kommt eine Strebe rein und dann natürlich hier. Und auch hier werde ich gucken und ich hoffe, das passt, dass ich das Objektiv hier reinbekomme. Das sollte gerade so möglich sein. Ich bin mir nicht 100% sicher, denn ja, ich habe noch nicht mein Forex und ich werde euch das auch später erzählen oder erklären. Wobei dieses Objektiv für mich nicht unbedingt wichtig ist. Die Ladegeräte brauche ich nicht unbedingt, aber vielleicht andere Objektive. Und die alten Objektive passen hier sicher rein. Nur werde ich hier eine Strebe machen und hier. Und eine wirklich zum ersten Mal in meinem Leben variable Zwischenstrebe, damit die Objektive nicht aneinander knallen. Ansonsten können hier, wie gesagt, der Puschel rein, hier können die Ladegeräte rein und hier ist dann auch Platz für diverse Akkus. Hier unten drunter wird auch noch genug Platz sein. Das kommt alles später im Video. Wenn ich das Forex habe und anfange zu bauen, dann werdet ihr verstehen, wie das Ganze wirklich funktioniert und dann können wir auch richtig loslegen. Dann filme ich auch wieder mit der Alpha 5000 und dann wird alles viel besser. So, ihr Lieben, während ich hier anfange, mein Forex zu inspizieren und vor allen Dingen als erstes mal die Grundplatte auf Maß zu bringen, kann ich euch ja ein bisschen was erzählen. Ich werde aber den Film immer wieder beschleunigen. Ich werde also Zeitrafferaufnahmen euch einbauen und ja, der Text, der kommt dann einfach so. Das ist, glaube ich, für euch und für mich deutlich praktischer. Ja, Forex lässt sich sehr gut mit dem Teppichmesser schneiden, also mit so einem Teppichmesser. Aber ihr solltet ein Lineal haben, was aus Stahl ist. Das ist natürlich das eine. Und ihr solltet natürlich auch ja, ein bisschen üben vielleicht. Ich habe ja nur ein Mittelteil, also eine Grundplatte. Von daher eben entsprechend aufpassen. Und nicht versuchen, in einem durchzuschneiden, sondern mehrfach drüber gehen, bis ihr eben durch seid. Ja, fast durch. Und das Restliche mache ich in der Luft. Das sieht schon mal ganz gut aus. Moment. Und wenn ich jetzt das richtig gemacht habe, dann passt das hier rein. Und wir haben auch noch ein bisschen Luft. Das ist gut, weil ich muss ja auch das Kunstleder dann um die Seite rumlegen. Und von daher ist das auch kein Problem. Das sollte gehen. So, was haben wir hier? Hier habe ich das Problem. Ich habe ja schon erzählt, da ist das Zahlenschloss. Das steht hier leider rein. Und an der Stelle werde ich jetzt mal versuchen, ob ich diese Isolierung hier wegmachen kann.
Stunde der Wahrheit. Gucken, ob das reingehen würde. Ja, das geht rein. Das passt. So, als nächstes kommen diese leidigen Ecken. Und hier, ja, hier muss ich ein bisschen mir was überlegen. Ihr seht, man kann Forex sogar mit der Schere schneiden. Warum ich das mache? Weil diese Ecken mir aufliegen und das nervt. Und ja, so geht das Ganze viel einfacher. Und jetzt muss ich nur mal anzeichnen, wo ich schneiden muss. Ihr müsst übrigens bei Forex ein bisschen aufpassen. Forex kann brechen und das ist natürlich dann ärgerlich. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich habe übrigens auch eine Feile, um kleine Korrekturen zu machen. Das mal nur so nebenbei. Sowas solltet ihr auf jeden Fall haben. Außerdem kann man die Kanten ein bisschen kletten, was jetzt nicht unbedingt notwendig ist, weil da werdet ihr nichts mehr von sehen. Zumindest denke ich mir das. So. Ich weiß nicht, wie ich meine Daumen halten soll, aber ich glaube, so wird das gehen. Wir kommen auf jeden Fall rein und auch hier wird gehen. Das Ganze ist ja auch ein bisschen elastisch. Das größere Problem wird jetzt eher sein, das Ganze wieder rauszubekommen. Ich glaube, das mache ich mit einem Imbusschlüssel. So, also Teil 1. Teil 1 ist fertig. Und jetzt bauen wir den Rahmen. Und dazu brauche ich meine geschnittenen Teile. Ich habe mir die schon fertig schneiden lassen. Und hier muss ich jetzt ein bisschen versuchen, das so zu machen, dass vielleicht diese Sachen hier etwas schräg sind, weil ich ja hier Winkel bauen muss. Aber schauen wir mal. Wenn ihr das Forex bestellt, dann solltet ihr euch entsprechend Material bestellen. Ich glaube, ich habe es richtig, die Masse, von der Masse her richtig bestellt. Ich hoffe es jedenfalls. Ja, das müsste langen. 1, 2, 3. Ich hoffe. Ansonsten muss ich nachbestellen. Das wäre natürlich super blöd. Fällt mir mal gerade auf. Was habe ich denn hier? Ich habe eine komplette,
zwei, drei. Ja, es langt. Bei mir gerade so, es langt. So, jetzt kommt der Bastelteil. Und ja, ihr seht, ich habe im Prinzip alle Teile jetzt geschnitten und jetzt geht es daran, hier die Ecken ein bisschen schräg zu machen, damit das Ganze dann auch passt, damit es keine Luft hat. Und das ist nicht ganz so einfach, aber ich werde es probieren hinzubekommen. Diese Arbeit könnte man sich sparen, wenn der Koffer richtige Ecken hätte. Hat er leider nicht, also muss ich hier ein bisschen das Ganze schräg machen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke. Ihr seht schon, das ist ein bisschen Fummelarbeit. Ich habe das ja auch schon sehr lange nicht gemacht. Und diese Ecken halten ungemein auf. Und ja, da muss ich jetzt durch, weil ich habe ja nur den Koffer und ich wollte mir auch keinen neuen extra für das, was ich damit machen will, kaufen. Für die Leute, die sich gerade fragen, warum ich das Ganze fixiere, da behält man einfach besser einen Überblick. Das ist einfach viel praktischer. Und die Art, wie der Schosch mir das beigebracht hat, die hat sowieso auf diese Art und Weise funktioniert, weil das Ganze wurde später durch Patex und den und das Kunstleder zusammengehalten und ich habe hier noch einen speziellen Kleber für dieses Material und das ist ganz schön Hölle, das Zeug. Ich hoffe, dass das alles bei mir funktioniert, so wie ich das will. Noch eine Anmerkung, das was ich gerade mache, das Feilen, die Ecken und sowas, das ist immer noch Vorarbeit. Also ich werde, wenn das dann alles rundherum zusammengebaut ist, werde ich gucken, passt das alles, bin ich da richtig und erst dann werde ich anfangen zu kleben. Was sonst nämlich ärgerlich wäre, weil wenn der Kleber mal dran ist, habe ich gehört, habe ich nicht wirklich viel Zeit damit zu arbeiten. Schauen wir mal mein Kunstwerk an. Wichtig ist, dass hier nichts übersteht oder jedenfalls nicht viel. Ich habe ja ein bisschen Luft gelassen und ihr seht schon, da, so jetzt seht ihr glaube ich alles, da gibt es in den Ecken ein bisschen Luft und so weiter. Das ist alles nicht so dramatisch,
weil wir das ganze Jahr noch mit dem Kunstleder auslegen und das Ganze dann viel, viel stabiler wird. Was mache ich heute noch? Ich werde das Ganze hier mit diesem super stinkenden PVC-Kleber noch wirklich zusammenbauen und dann auch wieder mit Crepe fixieren. Jetzt tue ich hier erstmal saugen und alles markieren, also damit ich weiß, welche Stelle wie zusammengehört, weil das Ganze hier recht gut passt und ich jetzt nicht wieder irgendwas versaubeuteln will und später beim Kleben wäre das ärgerlich. So sieht es erstmal aus. Es darf jetzt trocknen und ich mache jetzt das Fenster auf, das Licht aus und wir sehen uns dann in 24 Stunden, denn so lange soll das Ganze vor sich hin trocknen und dann bauen wir weiter. Das war's erstmal bis hier. Ich habe mich entschlossen, nachdem der Kleber eigentlich schon recht fest war, ja, dass ich mit meinem Bauwerk hier weitermache und also ich werde jetzt hier einfach mal was ausprobieren. Und zwar, ich brauche ja eine ganze komplette Gerade. Die wird auch noch nicht festgeklebt, aber ich möchte die mir schon mal schneiden. Und ja, ihr seht schon, das passt super in den Koffer rein. Ich musste übrigens den Schaumstoff hier draußen wegmachen. Ich habe zu gut gearbeitet. Und so, wie machen wir das hier am besten? Ich filme so zum ersten Mal. Von daher bitte entschuldigt das. Ich kann aber jedem natürlich helfen, der das machen möchte. Und ja, das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt, wie gesagt, das habe ich euch schon erklärt, ihr müsst ja dran denken, dass hier auch noch das Leder dazu kommt. Und hier muss ich jetzt mal ein bisschen, ja, ein bisschen messen vielleicht. Und dafür werde ich mir mal ein Stück von meinem Kunstleder hier abschneiden, eine Ecke. Und ja, dann werden wir mal eine kleine Messung durchführen, damit ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, ihr müsst Luft lassen. So, ich habe hier ein Stückchen von meinem Forex. Und mein Forex ist 3 mm groß. Wenn ich das dann hier mit diesem Leder verbaut habe, ja, da ist das Ganze, wenn man das ganz locker nimmt, 5 mm groß. Das heißt, 1 mm Kleber und Leder brauche ich mehr, als mein Objekt breit ist. Also in dem Fall in dem Fall hier das Zoom. Und wenn ich das jetzt hier so drin liegen habe, würde ich sagen, ja, ich lasse doch ein bisschen Luft. Es kommt noch irgendwas drunter, das weiß ich jetzt schon, weil ich möchte das gerne ein bisschen nach oben haben. Vielleicht die Akkus oder so. Ja, das werden wir sehen. Und ich kann das Ganze übrigens auch mal andersrum machen. Und zwar an der breitesten Stelle, damit ihr das besser seht.
So, also das liegt jetzt unten, das ist die dickste Stelle. Von daher, hier müsste dieses gute Stück hin mit ein bisschen Luft. Und schon haben wir eine neue Schiene, die wir hier einbauen können. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich lasse das Ganze übrigens jetzt im Koffer drin, dann habe ich ein bisschen bessere Stabilität. Und jetzt gucke ich mir das Ganze nochmal an, ob das hier gerade ist, ob ich das gerade hier reinbekomme. Und ich würde sagen, das klappt. Also schnell ein bisschen Platz gemacht für die Aktion. Ich klebe. Und ich habe übrigens vorhin ein Bild gepostet bei mir auf Facebook und da wurde gesagt, ja, ich könnte ja das Leder gleich hier drauf machen, dann müsste ich nur sauber arbeiten. Nein, kann man nicht. Ihr werdet das später noch sehen, falls der ein oder andere jetzt schon denkt, oh, das hätte man wirklich tun können. Dem ist leider nicht so. Und deswegen bitte dieses Zeug, das ist echt widerlich. Das ist ein Bab ohne Ende. So, und jetzt ganz schnell und flott. Ich habe keine Pinsel genommen. Ich nehme das hier. Ich streiche das schön dick ein. Hier unten. Tada! Das erste Segment ist drin. Entschuldigung, wenn ich hier das so im Weg war, dass ihr das nicht so alles sehen konntet. Ich klebe mal noch da unten ein bisschen von dem Kleber dran. Das schadet alles nichts, tut nicht weh, muss eh weg. Von daher passt das schon. Und jetzt noch da ein bisschen in die Ecken. So, ihr Lieben, ich spreche wieder über das Mikro meiner GoPro und es geht jetzt um den nächsten Bauabschnitt. Ich hoffe, ich versau mich hier nicht. Ich habe nämlich gerade Mittagspause. Ja, und da möchte ich jetzt eben planen, was für diesen Abschnitt notwendig ist, dass ich hier meine Alpha 5000 und die Legria reinbekomme. Und das soll natürlich nicht zu viel Abstand sein. Und deswegen werde ich auch mal ein wenig gucken, wie das Ganze hier aussieht. Und vor allen Dingen, wie das hier aussieht. Es ist nicht alles ganz so einfach, wie man sich das immer vorstellt. So, ich wurde gefragt, ob ich eigentlich das Ganze mit irgendwas auspolster. Also sprich, ob unter das Leder noch was drüber kommt. Ich habe euch das schon mal erklärt. Also, erstens mal das Material, das ist weich. Das heißt, es bewegt sich ein bisschen. Es wird etwas steifer noch durch das Kleben. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das hier gut aufklebt, das Kunstleder. Jedenfalls, das Kunstleder an und für sich hat schon mal wieder ein Millimeter. Und ich kann euch wirklich versprechen, ich habe noch nie einen Schaden gehabt, was durch den Koffer gekommen ist. Natürlich dürft ihr den Koffer nicht runterwerfen, weil in sich ist der Koffer natürlich nicht geschützt. Und ich meine, niemand baut eigentlich so einen Koffer, um ihn runterzuwerfen. Mal ganz ehrlich. Also, das sollte klar sein. Es gibt ja auch so Kunststoffkoffer. Wenn man dann außenrum wirklich so einen Erschütterungsschutz sich bauen möchte, kann man das natürlich auch. Aber ganz ehrlich, ich sehe das als ein bisschen
übertrieben an. Und es funktioniert eben auch so. Und jetzt muss ich ein bisschen gucken, was ich hier wirklich mache. Ob das alles stimmt. Habe ich hier noch ein kürzeres Stück? Ja, manchmal ist das Ganze ein bisschen fummelig. Gerade diese Stelle hat mich jetzt hier ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Und ja, ich möchte das Ganze jetzt mal nur ein bisschen fixieren. Dafür habe ich mir übrigens hier auch eine ganze Batterie mit Klebestreifen schon mal zurecht gemacht. Ja, wie sieht das hier aus? Ja, das passt soweit. Und hier werde ich übrigens auch ein bisschen dafür sorgen, dass das Ganze gepolstert ist mit Moosgummi. Und deswegen habe ich hier auch für die Alpha 5000 mehr Platz gelassen. So, aber das passt. Und jetzt geht es mal wieder ans Kleben. Wer sich übrigens wundert, dass hier so ein Chaos auf dem Tisch herrscht. Ja, ich gebe zu, hier liegt ein bisschen viel rum, aber ich hatte in der Mittagspause nicht so viel Zeit, das alles wegzuräumen. Fertig ist das Ganze. Ja, geklebt, fertig. Was heißt fertig? Jetzt heißt es wieder warten natürlich. Und das Ganze klebt. Und bis heute Abend, wo dann nur noch diese beiden Fächer fehlen, ja, bis heute Abend ist das Ganze fertig. Zumindest der Rohbau. Und dann muss ich mir überlegen, ob ich noch an irgendeiner Stelle ein bisschen Kleber auftrage und wie das Ganze hier so weitergeht. Und ich habe jetzt die nächste Wand reingezogen. Hier habe ich ein bisschen mehr aufgepasst, wirklich auch auf den Abstand. Hier drüben habe ich ein paar Millimeter zu viel gemacht. Das ist jetzt auch nicht mehr zu ändern. Und der Nachteil bei dieser Aktion ist jetzt, dass ich hier drüben ein kleines Problem habe mit der Dicke der Linsen. Also prinzipiell kann ich natürlich jetzt hier mir überlegen, was mache ich hier rein. Aber es wird einfach, ich kann das hier mal anlehnen, ja, es wird einfach ein bisschen knapp hier für eine Wand. Denn eigentlich wollte ich die hier reinmachen und das ist nicht wirklich ideal. Wenn ich jetzt von Sony-Objektiven ausgehe, hopp, komm raus. So, wenn ich jetzt aber sage, okay, ich setze jetzt mal diese Wand nur so testhalber ein. Sie ist jetzt auch noch nicht richtig. Warum geht sie überhaupt nicht runter? Na, ist egal. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel aber Fremdobjektive nehme,
dann seht ihr schon, ich habe den Platz. Und so werde ich das Ganze auch bauen, dass diese Objektive reingehen. Dann habe ich prinzipiell einen kleinen Koffer, wo ich mal eben zum Beispiel so ein Objektiv mit reingeben kann. Ein langes Objektiv passt auf jeden Fall auch hier rein. Also hier drüben geht es. Und was ich auch noch konstruieren muss, ich nehme das mal wieder raus, was ich noch konstruieren muss, ist, dass die Sony hier leider ja zu gerade ist. Ich muss mir hier irgendwie einen Anschlag überlegen. Und da ich ja den Kleber habe, werde ich das sehr wahrscheinlich mit dem Forex selber machen und hier unten dann entsprechend was einkleben, um ein bisschen ja einen Anschlag zu haben, dass die Kamera nicht immer schräg da drin ist. Ansonsten habe ich auch noch schönen Moosgummi, der wird auch hier unten reingelegt, denn ich möchte hier diesen Teil im sozusagen aussparen. Das heißt, hier wird Moosgummi hinkommen und hier. Und vielleicht mache ich das auch so, dass hier der Moosgummi übersteht. Das muss ich mir noch ausdenken. Ja, das wird jetzt locker ein, zwei Stunden hier ruhen, bis ich wieder zurück bin. Denn ich gehe spontan mit einer Fotografin, mit der Katja, was essen. Ja, ihr Lieben, ich möchte euch mal einen kleinen Zwischenstand geben, damit ihr das jetzt noch mal seht. Ich weiß, das Video ist zwar dann am Stück, aber nur, dass ihr versteht, was ich hier gemacht habe und auch selber gerade mal über solche Sachen nachdenkt. Also wie gesagt, wenn es geht, kauft euch einen Koffer, der nicht diese komischen Ecken hat. Ihr macht euch wirklich das Leben deutlich leichter, auch später dann, um eben das Kunstleder da reinzulegen. Gestern habe ich noch dieses Teil hier eingebaut, dann liegt mein Zoom H1 hier etwas besser drin, er hat natürlich auf der einen Seite Luft, das spielt aber keine Rolle. Und was schön ist, hier oben kann ich prinzipiell auch noch das Mikrofon draufgeben. Die ursprüngliche Idee war, das Mikrofon unten drunter zu machen, dann hätte ich aber hier oben noch mehr tricksen müssen, noch mehr basteln müssen. Und da habe ich mir gesagt, also ich warte das erstmal ab. Es geht auf jeden Fall. Notfalls habe ich immer noch Moosgummi, den ich hier zuschneiden kann und reinkleben kann. Dann ist zwar kein Leder drüber, was dann wieder nicht so schön aussieht, aber immerhin. Hier wie gesagt die Legria. Und hier unten habe ich jetzt eingeklebt, das habt ihr im Zeitrafferfilm gesehen, diesen Steg aus zwei Teilen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Meine Sony hat meistens die Manfrotto-Stativaufnahme dran, weil ich eben auch mit filme. Und das ist ein Anschlag, das wird dann auch richtig passen. Und so kippt die Kamera dann nicht mehr rum. Hier hinten, weil ja da der Monitor ist, ich wollte das nicht so press hier dran machen. Hier hinten wird dann noch ein bisschen Moosgummi sein, als Schutz auch für das Display, dass die Kamera also nicht so hin und her wackeln kann. Aber ich wollte das eben nicht press machen. Das wäre möglich gewesen, aber es ist nicht gut, weil irgendwann ist mal ein Sandkorn und man macht sich Kratzer. Also der Moosgummi wird maximal jeweils in den Ecken sein, damit er einfach die Kamera ein bisschen fixiert. Prinzipiell kann ich jetzt hier auch das große Objektiv, was ich noch habe von meiner Vollformat-Sony, das 28-70 reinmachen. Welche Objektive noch passen würden, weiß ich jetzt nicht. Theoretisch
kann ich ja auch alte Objektive hier mit reingeben, selbst wenn das kleine Kit-Objektiv, was eigentlich immer an meiner Kamera ist, das funktioniert also hier genauso. Ich brauche allerdings hier natürlich irgendetwas, was den Abstand hält, und da werde ich mir sehr wahrscheinlich aus dem Rest Forex etwas basteln. Ich habe dicken Moosgummi, den man einfach dann dazwischen klemmen kann, und mit dem Forex wird das Ganze dann auch ein bisschen stabiler. Einfach als Abstandshalter. Hier unten, ihr seht das, hier unten wackelt das natürlich hin und her. Und da haben wir generell ein Problem, weil Objektive immer verschiedene Durchmesser haben und so viele, ja, unterschiedliche Fächer kann man sich gar nicht basteln. Zumindest nicht so wirklich. Die Breite muss man praktisch fürs dickste Objektiv nehmen. Hier drüben ist es zum Beispiel weniger kritisch. Und wenn ich jetzt hier eine Zwischenwand mache, dann würde das Objektiv zwar so ein bisschen wackeln, wäre aber nicht weiter dramatisch. Ich habe mir jetzt überlegt, auch hier drüben das nicht fest einzukleben, so eine Wand, damit ich einfach ein bisschen Luft habe. Vielleicht mache ich es noch, ich weiß es noch nicht, dass ich wenigstens eines dieser alten Objektive hier mit reingeben könnte. Aber dann muss ich einfach mal ausprobieren, wie sieht das aus. Diese sind halt wirklich schön klein. Hier diese DKL-Objektive, hier ist ein 35 mm. Nur ganz ehrlich, 35 mm habe ich ja auch in der Kit-Linse. Also stellt sich eben die Frage, was packe ich hier wirklich noch rein? Theoretisch wären auch die Ladegeräte hier gut aufgehoben, wenn man wirklich alles beisammen haben will. Von daher mal sehen, ich werde einfach dieses Fach groß lassen. Und hier drüben passen eben Akkus rein. Und hier auch noch Akkus passen wunderbar rein von der Sony. Die wackeln zwar ein bisschen hin und her, das macht aber nichts, stört einen Akku ja nicht. Ja, was muss ich euch noch sagen? Also, ich werde, so wie es aussieht, heute anfangen, das Kunstleder zu schneiden, um meinen Einsatz für meinen Fotokoffer fertigzustellen. Das wird sehr wahrscheinlich heute nicht fertig werden, aber das, was ich filmen werde, das wird eine Zeitrafferaufnahme. Das ist einfach sinnvoller, weil es wird wahrscheinlich langweilig und es gibt nicht viel zu erklären. Das Wichtige erzähle ich euch aber hier, also bitte jetzt, wenn ihr das nachbauen wollt, hier mal aufpassen. Wir haben ja hier diese Teile reingesetzt, also ich. Und wenn ihr das macht, dann ist das zwar mit diesem Kleber hier einigermaßen fixiert, aber wie gut, das ist die Frage. Und mein Fotopapa, der Schorsch, der hat mir gesagt, Sven, das ist eigentlich ganz einfach, mit dem Kunstleder klebst du praktisch diese Teile auch nochmal richtig am Boden fest. Und zwar, indem wir das Kunstleder so schneiden, dass es unten ein bisschen übersteht. Dadurch gibt es zwar einen kleinen Hubbel in der Bodenbeschaffenheit. Das sieht vielleicht nicht ganz so schön aus, aber es hält. Das heißt, wir machen praktisch ein Stück in dieser vollen Breite. Schneiden das so, dass es hier auf beiden Seiten 5 mm auch noch auf den Boden gehen kann. In dem Fall muss man das dann hier einschneiden und dann wird eben das eingestrichen und festgeklebt. Bei dem Teil hier, weil das ja hier so eine Ecke hat, werde ich praktisch hier hochgehen, hier runtergehen und ich werde es so schneiden, dass ich auf der Seite auch noch hier rüber gehen kann. Ein Stück oder wahrscheinlich das ganze Stück. Dadurch wird das zwar hier ein bisschen dicker, aber ich habe hier genug Platz für die Alpha 5000. Von daher ist das hier kein Problem. Hier am Rand, werde ich es übrigens auch ein bisschen überstehen lassen. Man muss es aber ein bisschen einschneiden. Da ist es tricky, aber es funktioniert trotzdem. So. Und dasselbe hier, also hoch, runter, auch ein bisschen am Rand, habe ich vergessen, auch hier zu sagen, ein bisschen geht es hier am Rand und das muss man eben ausschneiden. Hier an der Seite werde ich es nicht so korrekt machen können, aber Hauptsache nach unten hin ist es verklebt und hier auf der Seite. Macht es langsam, nehmt euch nicht zu viel vor. Das Problem bei Patex, damit wird gearbeitet. Das habe ich schon früher verwendet. Es wird heillos stinken hier im Raum.
Ich werde nachher noch das Fenster aufmachen, wenn ich arbeite. Jedenfalls, das Patex könnt ihr nicht so verarbeiten, wie es vorgeschrieben ist. Also sprich, ich muss kleben, also dieses sozusagen trocken werden lassen und ankleben, das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Ich werde es probieren und ich hoffe, es geht nicht schief. Ich werde mir auch als erstes mal diesen einfachen Steg aussuchen, damit ich wieder in Schwung komme, bevor ich an die komplizierten Sachen gehe. Das ist einfach sinnvoll. Hier unten, wie gesagt, es muss keine genauen 5 mm sein, was hier auf dem Boden übersteht, aber es sollte überstehen, damit einfach dieser Steg nach unten hin fixiert ist. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Hier außen wird es ein bisschen komplizierter. Hier außen werde ich das Leder so machen, dass es hier komplett auf der Innenseite geht. Unten werde ich entsprechend auch das auf den Boden gehen lassen. Und dann werde ich einfach ein Stück ausschneiden, das genau auf den Boden passt. Und eben auch noch hier, ihr seht das hoffentlich, da ist eine kleine Stufe drin, dass es hier auch noch hochgeht und dahin passt. Das wird die fummeligste Arbeit, genauso wie hier. Da muss ich auch schauen, wie ich das genau mache. Man sieht es aber nicht. Es geht hier ja um die Stabilität und deswegen mit dem Boden verkleben. Alles, was außen übersteht, wird bitte nicht abgeschnitten, aber auch nicht gleich geklebt. Damit würde ich ein bisschen warten, damit ihr praktisch kleben könnt, da wo ihr es braucht, und dann zieht ihr das Ganze wirklich runter und stramm, damit es wirklich hier auch sauber festklebt. Ein Punkt, wo ich mir noch Gedanken mache, ist, ob ich das Ganze wirklich auch hier runterziehen sollte. Dadurch hebt sich natürlich alles, das Ganze wird etwas knapper beim Reinsetzen. Es müsste aber gehen, ich muss mir das nochmal angucken. Und ansonsten klebe ich hier einfach einmal mit Gaffertape außenrum, um die Kanten noch etwas zu schützen. Ist das aber im Koffer, wird nicht groß etwas passieren. Ja, und jetzt würde ich sagen, ich fange mal an zu schneiden. Ich werde jetzt die GoPro holen und ja, mal gucken, wie ich das jetzt mache. Vielleicht, wenn ich dann anfange zu kleben. Ihr seht das sowieso nicht, was ich da schneide, und ihr müsst das einfach selber ausprobieren. Ich habe mir ein großes Stück von dem Kunstleder besorgt. Es kann also auch mal was schief gehen, was das Schneiden angeht. Was ich übrigens auch noch habe, das sind Skalpelle. Da habe ich mir auch geholt, damit ich eben etwas genauer schneiden kann. Eine gute Schere, und damit sollte es dann auch gehen. Die muss ich noch sauber machen, sehe ich gerade, damit sie sauber schneidet. Da ist ein bisschen Kleber dran. Und ja, dann kann es jetzt eigentlich losgehen. Und jetzt müssen wir mal messen, was ich hier eigentlich genau habe. Das ist 6 cm, das heißt, wir haben 6, 12 mit etwas Überstand, würde ich jetzt mal sagen. Ja, machen wir mal 13 cm. Also 13 cm. Jetzt habe ich ja hier noch ein bisschen schräg geschnitten. Und jetzt versuche ich einfach mal, das Ganze gerade zu schneiden. Und da habe ich eine Idee. Ich habe so eine Papierschneidemaschine eigentlich für Fotos. Und ich werde mal gucken, ob ich das damit schneiden kann und ob das damit gerade wird. Weil dann bin ich besser dran. Es muss nicht super gerade sein, man sieht es nämlich eigentlich dann nicht. Und es ist einigermaßen gerade. Und jetzt muss ich nur noch hier ein bisschen kürzen, weil das mir zu breit ist, und dann eben die Einschnitte machen an der richtigen Stelle, damit ich hier praktisch runterkleben kann und zur Seite kleben kann. Und alles, was dann übersteht, das wird natürlich ganz einfach mit dem Skalpell oder so abgeschnitten oder eben mit der Schere. Das geht auf jeden Fall. Ich habe ein zweites Stück geschnitten.
was ein bisschen breiter ist, dass es hier unten mehr übersteht. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ich habe genug davon und jetzt kommt es eben noch hier auf die Einschnitte drauf an, dass ich dann das Ganze hier sauber verkleben kann. Und ja, da sehen wir schon das nächste Problem. Hier unten brauchen wir auch noch einen Einschnitt. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ihr seht, das Ganze ist nicht ganz so trivial. Ihr habt ja Zeit. Es ist ja euer Hobby. Aber wenn ihr das richtig gemacht habt, wenn ihr das verstanden habt, wie das geht, dann werdet ihr auf jeden Fall auch euren Spaß haben. Und jetzt, ganz ehrlich, jetzt bräuchte ich sowas wie Wäscheklammern, damit ich das Ganze hier unten, ja, besser machen kann. Ich hoffe, ich kann das dann hier sehen, was ich hier mache. Ich muss das da ein bisschen einschneiden. Kugelschreiber geht, schwarzer, blauer Kugelschreiber auf schwarzem Leder, man sieht es. Das hat soweit funktioniert und jetzt brauche ich einen Pinsel und ich lege mir wieder etwas unter und dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Ansonsten war das ein kurzes Gastspiel. So, ich habe mir einen kleinen Pinsel besorgt und jetzt streiche ich das, was ich kleben will, ein. Und zwar erstmal nur diesen Steg. Die Seitenteile, die mache ich später. Beziehungsweise das unten, das muss auch dran. Ja, mal gucken, wie ich das mache. Ich hoffe, dass meine Kamera von den Dämpfen nicht überwältigt wird und anfängt, Scheiße zu bauen. Oder dass ich da überwältigt werde. Das kann natürlich auch passieren. Ja, so. Okay, da ist noch was schief gegangen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hier wieder rauskriegen. Es hat sich umgeschlagen. Ist natürlich ärgerlich. Ja, es ist das Paddex. Das hat echt magische Wirkung. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich weiß, das Schwarz ist eine Katastrophe für euch. Seht ihr nicht. Aber was will ich machen? Ich muss erst mal das Paddex zumachen. Das ist echt Hölle. Aber ich finde, meine Arbeit ist gar nicht mal so schlecht geworden. Ich muss jetzt nur noch ein bisschen andrücken, wie das so bei Paddex auch üblich ist. Ihr solltet immer nur ein Stück machen. Das sage ich euch gleich. Also ich weiß das noch von damals. Man kommt in Teufels Küche. Das, was hier so ein bisschen übersteht, das kann man oft wegruppeln. Sollte man dann auch noch machen, damit es schöner aussieht. Stinkt wie die Sau hier. Gut, ja, das hier, das stört nicht weiter. Das war nur, damit das hier auch hält.
damit das eben eine Fixierung zum Boden bekommt. Wenn wir dann diese langen Teile einlegen, dann klebt man erst immer eins durch und dann das nächste, damit man einfach nicht, also man bräuchte eigentlich 5 Hände. Und ich glaube, ich werde das auch nachher anders machen bei den nächsten Teilen, die ich hier habe. Es ist nämlich alles nicht ganz so easy. Und jetzt mache ich erst nur meine Finger sauber, damit ich dann weiter schaffen kann. Und ich gucke mir das Ganze nochmal an. Und das sieht doch alles schon mal ziemlich edel aus. Ich hoffe, ihr seht das. Ich hoffe, ich kann das Schwarz dann hochdrehen. Und ja, ich gucke mir das nochmal an. Ich klebe das nochmal, drücke das nochmal schön unten in die Ecke. Dafür geht, ups, ihr seht das ja nicht. Ja, es ist nicht einfach zu filmen. Eigentlich müsste man zu zweit sein, auch fürs Kleben. Das muss ich aber mangels Gehilfen leider ausschlagen. Ja, wie ihr sehen könnt, das hat schon mal geklappt. Und jetzt, so, ich habe hier das nächste drin, wobei das habe ich noch nicht umgeklebt und das hat seinen guten Grund, weil ich das Ganze hier erstmal fixieren wollte, denn die andere Seite, diese schmale Seite, ich muss das hier machen, ich muss aufpassen, hier klebt alles und ja, wie mache ich denn das weg? Ah, Moment, nicht, dass ihr euch wundert. Mein Fotostudio, genauer gesagt mein Wohnzimmer, das ist zu voll. So, ich muss hier erstmal das Pattex beseitigen, zumindest so ein bisschen. Gut, funktioniert sogar. Ja, das lasse ich noch offen. Also ihr seht, ich habe das hier reingeklebt. Es ist wirklich, es ist schwarz, es tut mir leid. Also ihr seht, ich habe das hier reingeklebt und das hält auch. Ich muss da mal so ein bisschen drücken, gegendrücken, wie das so bei Pattex üblich ist. Ja, und jetzt muss ich schauen, wie ich das hier mache, dass das möglichst gut wird. Das ist wirklich der tricky Teil von diesem schmalen Stück hier. Und ich werde da jetzt ein bisschen noch abschneiden. In der Hoffnung, dass es keine weißen Stellen gibt. Das ist mal Punkt 1. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich packe jetzt mal meine Skalpelle aus. Mal gucken, ob da irgendwas dabei ist, was besser ist, was man besser nehmen kann. Das sieht ganz gut aus. Ein gerades Skalpell. Schauen wir mal. Scharf sind sie hoffentlich. Und damit werden wir jetzt mal gucken, ob ich das hier... Oh ja, das ist ein schönes Skalpell. Und jetzt werde ich mal schauen, wie das hier so runter geht. Das sieht gut aus. Und dasselbe mache ich hier drüben auch. Entschuldigung, wenn ihr nicht im Bilde seid. Ha, das tut mir leid. Ich gebe offen zu, es ist wirklich nicht ganz easy. Ja, mit dem Skalpell, da muss ich so rumarbeiten. So, ihr Lieben, der schwierige Teil hier ist wirklich diese Ecke. Hier muss ich doch mehr tricksen, als ich dachte. Und wird gar nicht so einfach, wenn ihr übrigens jetzt wahnsinnigen Verkehr hört. Das liegt schlicht und ergreifend daran,
dass ich das Fenster aufmachen musste, weil, ja, sonst wäre ich ein bisschen high geworden. Ihr könnt euch denken, warum. Das Patex fordert, ja, Frischluft förmlich. Und ja, da muss ich jetzt durch. Ja, also Skalpell kann ich euch wirklich anraten, sowas zu kaufen. Das ist wirklich bei Kunstleder fast besser als die Schere, habe ich jetzt festgestellt. Ja, und man kämpft sich halt so dran. Und da wir ja immer noch ohne Kleber arbeiten, kann ich auch mit ruhigem Gewissen sagen, das war gut geschnitten, okay. Ja, kann ich euch wirklich sagen, dass hier mit Kleber da muss ich jetzt mal schneiden. So. Es wird, Leute, es wird. Moment, ich komme mal ein bisschen vor. Dann seht ihr mich besser, weil ich immer aus dem Fokus bzw. aus dem Bild rausgehe. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. So, wo ist hier die Ecke? Ich glaube, da ist die Ecke. Ich hoffe, das geht. Einmal das und einmal das. Das sollte klappen. Das sollte klappen. So, ein weiterer schwieriger Teil kommt hier drüben. Und da wird es jetzt nochmal tricky, weil ich ja hier diesen Absatz drin habe. Und ich noch nicht so genau sagen kann, wie ich das schneide. Seht ihr mich? Bin ich im Bild? Wahrscheinlich. Ja, mal gucken. Ich mache als erstes mal einen Einschnitt, um zu gucken, wie das hier aussieht. Das Problem ist, man muss das natürlich hier immer wieder genau anlegen, damit ich hier überhaupt das auf der Ecke, was habe ich hier, da kann ich, schneide ich da gleich mal ein bisschen ab. Das spart mir hier an der Stelle dann Arbeit. Übrigens, wenn mal was schief geht, dann könnt ihr das Ganze ja schnell mit einem neuen Stück Leder neu euch zurecht machen. So, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das muss abgeschnitten werden. Also, ich werde erst diese Seite kleben und dann kann ich hier viel besser weiterarbeiten. Und jetzt muss ich hier noch eine Sache machen, damit das besser funktioniert, schneide ich eine Spalte sozusagen ab, damit ich hier nicht so viel Überstand habe. Weil ja das Forex auch eine Dicke hat. Klar?
Ich hoffe, ihr seht das, was ich hier treibe. Ich kann nicht so viel reden dabei. Meine Erfahrung ist nämlich, reden und arbeiten, also was erklären und arbeiten, das ist gar nicht so einfach. Und damit das Ganze eben auch gut wird, weil ich möchte ja nicht schummeln, sage ich euch einfach, wie es ist. Klappe halten, zugucken und dann läuft das Ganze auch bei euch. Also Klappe halten war jetzt nicht, dass ihr die Klappe halten sollt, sondern natürlich ich, sehr logisch. So, da unten gibt es eine kleine unschöne Lücke, aber das ist nicht so dramatisch. Der Gesamteindruck zählt und wenn die Kiste voll ist, sieht man das Ganze eh nicht mehr. Und jetzt, ja, jetzt wird wieder gepinselt. Es ist unglaublich, wie dieses Pattex ja, so ein bisschen wirkt. Nein, mir geht's gut, keine Angst. Ich bin da auch, glaube ich, nicht ganz so empfindlich. Wobei ich sagen muss, dass ich selten mit Pattex arbeite. Also das letzte Mal war im Grunde, wo ich meine Einlage gebaut habe für meine Objektive und das war wirklich, finde ich, das Beste, was ich 2016 gemacht habe, denn meine Objektive sind normalerweise gut da eingepackt. Ich muss den Schrank allerdings mal ein bisschen umstellen, weil da immer meine Tür dagegen donnert, aber das sind natürlich Kleinigkeiten. So, und jetzt kommt natürlich das Pattex auch noch hier auf das Kunstleder drauf. Herunter damit und eben runterziehen. Das ist wichtig, dass ihr keine Blasen da euch reinmacht. Ich muss wieder mal gucken, dass ich nicht festklebe. Da habe ich jetzt was entdeckt, was mir nicht gefällt. Das ist hier unten. Da habe ich was nicht richtig geschnitten. Und jetzt hoffe ich, dass ich das hier noch wegbekomme. Ja, seht ihr, wenn man schwätzt, passiert sowas. Aber so müsste es gehen. Ein sehr kniffliges Stück ist auch das hier. Das habe ich jetzt so gelöst, wie ich es auch, glaube ich, schon mal erzählt habe. Das wird hier praktisch so rumgeklebt. Das gibt einfach nochmal Stabilität über die Ecke und da muss dann eben nochmal drüber geklebt werden. Es lässt sich nicht ändern, aber beziehungsweise, ja, mal gucken. Ja, ich glaube, aber so sieht es am besten aus. Und jetzt pinsel ich das Ganze mal wieder schön ein.
Ihr seht, das Ganze ist übrigens sehr stabil. Also wer Angst hat da um seine Ausrüstung, ich kann euch wirklich sagen, mir ist nie was kaputt gegangen. Ich muss natürlich anmerken, oder sollte es einfach auch mal anmerken, man schmeißt natürlich so einen Koffer nicht runter. Ist ganz klar. Ja, also runterwerfen, das ist nicht, käme nicht gut. So, ihr Lieben, ich habe nicht alles gefilmt, aber wie ihr seht, fehlt nur noch ein Stück. Nein, zwei Stücke. Hier unten und dieses große Stück. Das wird ein bisschen fummelig, aber ich habe mittlerweile ein bisschen Übung drin und weiß, wie ich das zu machen habe. Und von daher, ja, also vielleicht teile ich das auch, dieses Stück und dieses Stück. Mal sehen. Jetzt brauche ich ganz, ganz dringend frische Luft, denn ja, ihr könnt euch vorstellen, hier ist einiges an Pattex draufgegangen und das sieht alles auch noch nicht so schön aus. Ich muss hier noch mit dem Skalpell ein bisschen was wegschneiden, aber ich bin echt zufrieden und ich kann euch wirklich sagen, das Ganze, das ist das letzte Stück, das hier, dieses kleine Stück, seht ihr das? Das war wirklich sehr, sehr fummelig und ja, ich freue mich, dass es auf jeden Fall schon mal so aussieht. Und ich hätte nie gedacht, dass ich es in 2-3 Stunden, 3 Stunden sind das jetzt, die ich hier rumgewerkelt habe. Kann man mit Sicherheit schneller machen, aber ich habe nebenbei auch manchmal gefilmt und mal ein bisschen Luft geholt. Also es sieht gut aus und ich bin mir sicher, morgen wird die Sache hier sehr steif sein. Ich habe ein bisschen gekleckert. Da werde ich jetzt noch mal ein bisschen gucken, ob ich hier von dem Kleber ein bisschen was wegrubbeln kann. Das geht mit Pattex, solange es noch feucht ist. Aber andererseits, was soll's? Das tut der Kamera nichts. Der Kleber, der wird hart. Und ja, ich schaue einfach mal, wie das Ganze hier kommt. Also, hübsch, ne? Ich weiß, schwarz. Ich wollte eigentlich ein graues Leder haben, aber das gab's nicht. Und bevor ich jetzt groß durch die Weltgeschichte fahre, habe ich halt das Schwarze genommen. Rot wäre auch cool gewesen, so ein Altrot. Ja, schauen wir mal. Gut, jetzt gehe ich an die frische Luft und lasse ja noch ein bisschen offen mein Wohnzimmer. Ja, bis zum nächsten Teil des Videos. Kommen wir zum letzten bzw. vorletzten Teil. Ich werde als erstes diese große Fläche hier schneiden. Und ich habe hier gerade gemessen. Und zwar habe ich hier außen angefangen, also mal 3 cm, 6 runter, rüber, hoch und so weiter. Ich komme hier auf ja, etwas über 41 cm. Es ist sogar ein Tick weniger, aber ihr solltet ein bisschen mehr machen. Diese hier sind kürzer, weil eben so ein Steg fehlt. Das heißt, das hier ist das längste Stück, weil ich halt hier rauf und runter muss nochmal. Und dementsprechend lang werde ich dieses Stück hier schneiden. Und ja, das mache ich jetzt mal. Und das letzte Stück dann hier, da muss ich nochmal gucken, wie ich das hier mache. Das muss halt passend geschnitten werden, dass hier unten eben der letzte Rest über ist. Ansonsten, ja, das gute Stück riecht wie ein Haufen Pattex. Das wird auch noch ein paar Tage so gehen, wenn ihr könnt. Wenn das dann fertig ist, natürlich nicht gleich den Koffer einräumen, sondern stellt das irgendwo an die Luft, an einen warmen, ja, oder vielleicht sonnigen Ort, dass einfach die Wärme entsprechend das Zeug verdampft. Ja, und ich schneide jetzt erstmal meine Vorlage, solange braucht ihr hier nicht warten. So, ich habe mein Leder zugeschnitten, also die Breite, die ich hier brauche für diesen Einsatz. Ich hoffe, ich habe richtig geschnitten. Das sieht, glaube ich, recht gut aus. Muss ja echt mal ausprobieren. Und ja, das passt. So, Was nun? Jetzt müssen wir ein bisschen anfangen,
zu planen, was ich hier schneiden muss. Beziehungsweise, ja, das ist nicht ganz einfach. Ich mache auch aus, das braucht ihr nicht sehen. Ich werde ja als erstes mal mit diesem Fach anfangen. Und ja, ich glaube, das wird am sinnvollsten sein. Oder mit dem hier. Ja, also ich muss hier ein bisschen rechnen. Also sprich, was ist mein Überstand? Dann rauf, runter und dann muss man eben anzeichnen, wie das Ganze hier so weiterläuft. Mal schauen, wie ich das alles so hinbekomme. Ja, nee, ich fange mit dem an. Dann habe ich schon mal etwas davon weggeschafft. Ja, das Schwierige, das kommt dann hier. Gut, ihr habt es gesehen. Jetzt geht's an die Arbeit. So ist das Leben. Ich habe den ersten Streifen hier geschnitten. Und ich mache das am Stück. Man könnte auch theoretisch das hier schneiden. Ich gebe es offen zu. Aber ich habe mir gedacht, hier oben soll das bitte ein bisschen besser aussehen. Hier unten diese hellen Stellen werde ich dann noch irgendwie überkleben. Ja, und das, was jetzt hier zu viel ist, das kann ich abschneiden. Ein bisschen großzügig. Den Rest mache ich dann später. So, nachdem ich jetzt ja hier ein bisschen Luft habe, ja, ich schneide hier noch einen schmalen Streifen runter, weil das hier ist ja 5 mm breit. Ihr seht wahrscheinlich gar nichts. Ich hoffe, ich kriege das Video hell. Also, ihr seht schon hier, das wird das nächste gute Video sein. Ich muss hier mal eine kleine Markierung machen. Das spart mir ein bisschen Arbeit. Und ja, das letzte Rest kommt dann dran. So, ein bisschen abschneiden für den Steg. Natürlich nicht so viel. Okay, ja, aber das müsste gehen. Das passt. Der Rest klebt sich dann fest. Skalpell hat sich wirklich bezahlt gemacht, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, solche schmalen Sachen zu schneiden. Habe ich jetzt schon festgestellt, aber es ist besser, als das Ganze mit der Schere zu machen. So, da oben müssen wir das abtrennen. Da haben wir schon mal eins. Ein Stück beseitigt. Das geht wiederum mit der Schere besser. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Luft und hier kann ich dann eh aufhören, weil ich den Rest ja wie hier abschneiden kann. Gut. Ich mache wieder aus, ich muss jetzt ein bisschen messen und dann sehen wir uns später wieder. Ich habe mich an die ganze Sache rangetastet und bin gerade am Nachsehen, wo ich eventuell ein bisschen was noch wegnehmen muss. Das ist sehr schwer zu sehen, gebe ich offen zu. Das liegt an meinem schwarzen Kunstleder. Aber ich glaube, das sieht sehr nice aus, um das mal in der Jugendsprache zu sagen. Nice. Ja, also ich werde das heute jetzt aber nicht festkleben, denn das ist mir ein zu großes Risiko. Vielleicht mache ich das heute Nacht, damit das morgen okay ist. Ich werde jetzt hier an der Stelle aufhören. Und ich muss noch ein paar andere Sachen in meiner Mittagspause erledigen. Aber das sieht schon mal ziemlich gut aus, würde ich sagen. Ja, das wird, ist alles gut, wunderbar. Asche auf mein Haupt, die letzten Videos sind irgendwie verschütt gegangen. Sie sind einfach nicht da. Ich weiß nicht, wo und wie mir das passiert ist, aber der Koffer ist fertig, das habt ihr ja gesehen.
Und von daher, ja, gibt es eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Macht euch bitte einen genauen Plan, bevor ihr euch irgendetwas kauft. Ohne Plan werdet ihr vielleicht den falschen Koffer kaufen und da möchte ich nicht dran schuld sein. Also bitte genau das Innenmaß besorgen und selber auf einem Blatt Papier überlegen, passt das alles in meinen Koffer rein, was ich dort reinhaben möchte. Besser ist es natürlich immer so einen Koffer live zu sehen, live vor sich zu haben. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwo einen Laden, der so etwas führt. Und dann ist es eben am besten, es auf die Art und Weise sich genau anzusehen, klappt das oder klappt das nicht. Ihr habt jetzt ein langes Video hinter euch und ich habe wirklich ein langes Video hinter mir und das war sehr viel Arbeit, dieses Jahr einigermaßen vernünftig zu schneiden. Deswegen gab es auch viel Zeitraffer. Es ist ganz schwierig, allein so etwas zu filmen. Von daher, ich weiß, dass es nicht so perfekt war und ich werde versuchen, natürlich da auch besser zu werden. Aber ich glaube, ein Video, was fast anderthalb Stunden lang ist, das gibt es so schnell bei mir nicht wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und dann versprochen, viel, viel kürzer. Euer Sven und tschüss.